Willkommen zurück zu Heroes of the Storm. Heute spielen wir mit Tracer, ein Overwatch-Charakter, den ich mal in Overwatch benutze. Ja, das wird bestimmt super. Das wird bestimmt toll. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den bisher noch nie gespielt, obwohl ich den Charakter halt schon beim Kauf von Overwatch halt erlangt habe. Aber das war's auch schon. Magische Angriffe gegen Gegner auf, ich weiß ja nicht. Klingzeit von Stageschlaf und ne? Das nehmen wir. Glaube ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung vom Charakter. Ich weiß, wir können das hier ein bisschen rumwarpen, also halt einen Sprung hier vor und zurück gehen. Wir haben Nahkampfattacke, wir haben Zeitschleife, wir haben eine Ulti, die Impulsbombe, die sich halt auflädt, je nachdem wahrscheinlich wie viel Attacken wir gemacht haben. Das lädt sich halt über Zeit wahrscheinlich auf, ähnlich wie in Overwatch. Und Nachladen, wo wir ein bisschen Zeug machen. Ich habe keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich habe den noch nie zuvor gespielt, großartig gesehen. Ich habe keine Ahnung. Ne? Alter, hast du nicht gemacht. Hat er nicht gemacht. Doch, hat er. Verdammt. Ah, ja, ja. Oh, shit. Das fängt ja schon gut an. Das fängt wirklich schon sehr gut an. Also eigentlich gar nicht. Was? Achso, das war die Zeitschleife. Okay. Weiß ich Bescheid, habe ich das auch mal gesehen und mal ausprobiert. Oh Gott. Ich meine, sie kommt sehr, sehr schnell, sehr weit weg. Aber trotzdem muss ja nicht sein. Oh, okay. Ich muss mal einen Port nehmen. Da, gegen zwei komme ich so leicht nicht an. Aber sie zielt hier wesentlich besser, als wenn ich sie spielen würde in Overwatch. Ja, ja. Ist so. So, aber nun mal weiter gucken hier. Willst du nicht? Okay. Ah. Lade nach! Was? Was? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das da über meinem Kopf war. Nein, das wollte ich immer noch nicht. Egal. Na komm. Geht doch. Okay. Ich habe es irgendwie getötet. Ich weiß noch nicht so ganz wie, aber irgendwie. Okay. Was ist das für ein Pnöpel, das da über mich erscheint? Kills erhöhen Schaden, automatische Angriffe. Ja, wenn ich nochmal einen Kill mache, was unwahrscheinlich ist. Ich hatte Glück. Ich hatte einfach nur Glück. Und jetzt sammelt doch den Scheiß hier nicht ein. Das ist mein Scheiß. Hier, Impulsbombe. Bams, ich hab einen Kill. Schon wieder. Was ist denn da los? Nein, nein, oh, shit. Ich wollte noch dir zurückspulen machen, war ich aber zu langsam für. Sammelt doch hier ein, Leute! Was macht ihr denn? Boah. Sind sie erstmal irgendwo in der Umgebung, weißt du? Hätten sie schon längst eingesammelt haben können? Nein! Da! Oh. Oh, das tut so weh. Das ist ja so, als würde man mir zugucken. Ganz ehrlich. Boah, nee, Leute. Ah, da kriegt man Aggressionen. Wenn man mir zuschaut, ich weiß. Ich weiß, ich bin, ne, nicht ein Punkt besser. Aber etwas zugucken und etwas selber spielen ist nochmal was ganz anderes. Ja, ja, du mich auch. Ja, komm. Ich nehme hier mal so einen Trank. So einen Brunnen. Kein Trank. Was? Automatische Angriffe verringern die Abklingzeit von Warp. Oder die Anzahl der Aufladen von Warp. Zeitschleife gewährt Aufladen von. Ich weiß gar nicht, was ich da nehmen wollen würde.
Weg, 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 weg. Okay. Ich bin mal kurz weg. Ja. Ich laufe ja schon. Aber es dauert halt ein Stückchen. Ja, super. Ist auch keiner da. Keiner. Finde ich super. Finde ich total toll. Ist ja nicht so, als hätte ich erst 3 Niederlagen in Folge. Nein, da kommen noch mehr Niederlagen dazu. Na? So. Schade, dass das mit dem... mit der Zeitschleife nicht ganz so klappt wie in Overwatch. Da hast du nämlich dann tatsächlich mit der Zeitschleife dann auch so viel Leben, wie du zum Zeitpunkt halt auch hattest. Aber ich glaube, das wäre auch zu OP. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Die Impulsbombe könnte ich auch mal wieder benutzen. Zollt mir Tribut oder steckt euch meinem Fluch. Ihr habt die Wahl. Wie doch effektiv niemand hingeht, außer der Gegner. Die haben auch eine Trace. Ach du Scheiße. Ja, aber die tötet mich. Natürlich. Kann man knicken. Das wird ein schönes Rot. Das wird ein wunderschönes Rot. Mein Fluch lastet auf euch Helden. Werdet ihr ihn überleben? Ja, 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 ja. Einmal mit Profis. Oh Mann. Sie überrennen uns. Wir können nichts dagegen tun. Was habe ich eigentlich hier schon wieder für Gruppenmitglieder? Ich habe keine Ahnung. Ist doch ätzend, ist das. Alter, ich bekomme auch so viel Schaden rein, das ist ein Traum. Nee, wirklich. Es ist zwar nicht wahr. Nein, sag doch nicht, dass wir hier Gefahr haben. Nein. Ich meine, die verteidigen wenigstens hier oben, aber was macht er hier? Nix. Gar nichts. Er kann hier nicht mal rauspushen. Er ist hier alleine. Oh. Der Fluch sei aufgehoben. Euer Gegner. Ich bekomme zu viel Schaden hier. Alleine gegen 30 Gegner. Selbst wenn es einer ist, ist es immer noch 30 Gegner. Ich finde auch schön, wie dann gefragt wird, wer ist in der Mitte? Der Kackbuhn. Persönlich. So wahr. Ihr solltet mal auf die Uhr schauen. Was? Ihr geht zu dritt nach unten? Unten ist nur einer. Was labert der? Ja gut, Abatur steht hier noch. Ziemlich AFK. Den habe ich vorher gar nicht gesehen, dass er da steht. Könnte da schon länger stehen. Das Icon ist unauffällig. Aber nie war jemand hier zu dritt unten. Ich habe mich hier immer sterben lassen in der Mitte. Das ist eine andere Geschichte. Das mit dem Are You Kidding Me, das kann er sich selbst auf die Fahne schreiben. Ich muss doch skillen. Hallo, lauf! Lauf! Na komm, ich kann mich nicht bewegen. Oh, so.
Ja, null Chance. Gar nicht. Das wird eine schnelle Runde. Das wird eine sauschnelle Runde. So, kurz heilen. Und dann wieder ran an den Speck. Achso, okay, gut. Hätte sein können, dass es tatsächlich irgendwie ein Stückchen weit wegtechnisch zurückgeht, aber es ist tatsächlich nur 3 Sekunden. Okay. Wenn ich vor 3 Sekunden an derselben Stelle stand, dann bringt auch die Zeitschleife nicht viel. Muss man ja mal austesten, wenn man es nicht gelesen hat und nur überflogen hat beim Lesen. Ne? Achso, hier war ich vor 3 Sekunden. Okay. Ihr habt die Wahl. Ah, Leute, eigentlich müsstet ihr da mal was einnehmen. Aber da kümmert sich natürlich auch mal wieder keiner drum. Keiner. Und dann wundern die sich, dass wir verkacken hier. Mann! Ist das eine Scheiße? Also heute regt mich das Spiel echt auf. Größtenteils wegen Unfähigkeit von Gruppenmitgliedern. Er hier macht hier immer noch stupide hier. Na gut, er ist jetzt in der Mitte. Sollen sie doch den Tribut nehmen, ist mir inzwischen auch schon egal. Ich will, dass es endet. So ein Scheiß, ganz ehrlich. So ein Scheiß. Ich würde sagen, wir haben ordentlich verkackt. Aber ordentlich, ordentlich. Okay, bei Impulsbombe dachte ich jetzt auch, er läuft zumindest dahin, so ein bisschen, bis ich dann jemand angeklickt habe. Aber das tut er auch nicht. Das heißt, er muss halt wirklich schon im Bereich stehen, bevor ich dann die Impulsbombe dann irgendwo was trifft. Okay. Ja, ne? Yay. Schönes Rot. Wunderschönes Rot. Nur wegen dem Rot habe ich Tracer gespielt hier. Naja. Also gut, war eine schnelle Runde. Bisschen schmerzfrei, so ein bisschen. Haben uns nicht quälen lassen, muss man immer sagen. Es hätte schlimmer sein können. Aber nun gut. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Heroes of the Storm. Dann vielleicht mal wieder ein bisschen mit einem Sieg. Das wäre schön. Schauen wir mal. Bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.